Hallihallo, Hallöle und herzlich willkommen bei Ayoko's World und verzeiht mir dieses Chaos. Es ist eigentlich schon soweit alles eingepackt und wir haben es jetzt einfach mal schon 7.40 Uhr morgens. Ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, um ein wenig zu packen. Es ist totales Chaos. Es ist alles von den Wänden ab. Ihr wusstet, wie es vorher aussah. Und ja, so schaut es jetzt aus. Hier steht ein Haufen Kartons. Das sind soweit alle. Und wie ihr seht, ist hier immer noch ein bisschen was zu tun. Es steht überall etwas rum, es liegt überall etwas rum. Ich drehe mich mal wieder so. Und ja, da habe ich jetzt, wie gesagt, noch ein wenig Zeit, um einzupacken. Und dann geht es, wie gesagt, schon los. Um 12 kommt der Transporter. Und ja, ich sehe auch einfach total so aus, als hätte ich überhaupt nicht geschlafen, weil ich konnte auch einfach nicht schlafen. Denn ich bin einfach so aufgeregt, mega aufgeregt. Aber einerseits ist es auch, ich habe jetzt 6 Jahre in diesem Haus gelebt. Ich bin mit gar nichts hier nach Lüneburg gekommen. Und dieses Haus hat mich so gesagt aufgenommen. Und dann habe ich hier 6 Jahre lang gewohnt. Und ja, ist halt dann schon so ein bisschen, man verlässt da schon so ein bisschen seine Heimat, hätte ich beinahe gesagt. Ich fand es nicht so, ich bin müde, es tut mir leid. Meine Kaninchen sind auch mega aufgeregt. Die haben jetzt echt in den letzten Tagen gemerkt, irgendwas ist da verkehrt. Ich wechsle mal die Hand und mein Arm schläft ein. Die haben jetzt auch gemerkt, irgendwas ist in letzter Zeit verkehrt und irgendwas ist los. Die packt hier alles ein. Es stimmt fast nicht und das merkt man denen wirklich an. Denn die machen Krach, die rütteln an den Gittern rum. Und ja, ich weiß, das sieht aus wie Scheiße, einfach weil ich in der letzten Zeit überhaupt keine Zeit mehr hatte, die sauber zu machen, weil ich halt am Einpacken bin die ganze Zeit. Und ja, die kommen auch ganz zum Schluss erst in eine Transportbox, denn ich möchte, dass die so wenig Stress wie möglich haben, dass sie sich verstecken können in ihrer Schale, dass sie sich nochmal ordentlich auspinkeln können, damit das nicht alles in der Schale landet. Ja, und deswegen werde ich die ganz, ganz zum Schluss einpacken, sowie auch mein Arbeitsplatz da hinten. Kommt auch ganz zum Schluss mit reingepackt, damit ich so lange wie möglich Akku habe und filmen kann. Denn wie wir wissen, so ein Akku von der Kamera hält nicht so lang. Und dann mache ich das immer im abwechselnden Modus sozusagen und lade immer ein paar Akkus auf, während ich dann noch aufnehme und so weiter. Das erste, was ich in der neuen Wohnung aufbaue, wird auch mein Arbeitsplatz sein. Und auf jeden Fall die Kaninchen. Denn ich möchte, wenn wir dann da sind, dass die dann sofort wieder in ihre Schale kommen, damit die Ruhe haben, damit die sich auspieseln können. Und ja, ich hoffe, die überstehen das. Aber ich denke mal schon. Nicht wahr, Stinkies? Ihr übersteht das. Wo seid ihr denn? Da. Ihr übersteht das, nicht wahr? Ja. Das sehe ich auch so. Aber Seras ist ja auf jeden Fall die Schüchterne von beiden und hat auch schon heute früh und in der Nacht ganz doll viel Krach gemacht. Jetzt frühstücken sie gerade. Aber ja, Seras ist da auf jeden Fall schon voll im Stress. Das tut mir auch leid, aber das lässt sich nicht verhindern. Jetzt ist sie gerade wieder weggelaufen. Also ein bisschen Stress lässt sich, wie gesagt, einfach nicht verhindern von den beiden. Also das merken die auf jeden Fall. Es tut mir auch so leid, dass es auf der Seite momentan so ruhig ist. Wie viele ja wissen, habe ich ja eine Facebook-Seite. Ich wechsle mal eben die Hand. Auf dieser Facebook-Seite hat damals alles seinen Anfang genommen. Und dann habe ich mich entschieden, YouTube zu machen. Und ja, das kommt auch alles in einem Video. Das möchte ich jetzt hier noch gar nicht weiter ausbauen. Und ich weiß nicht, heute hatten wir abgesprochen, also mir kommt noch gleich jemand zur Hilfe. Die liebe Marisa kommt natürlich und hilft mir. Dickes Danke an dich dafür. Ich wüsste nicht, was ich ohne dich machen sollte. Und mein bester Freund oder zwei meiner besten Freunde kommen auch noch. Und ja, ich habe sehr viele männliche Freunde, da ich jetzt des Öfteren auch mal danach gefragt worden bin. Da sind deine beiden besten Freunde, Jungs? Nein, die sehen nur so aus. Klar, ich habe immer schon ein Draht mehr zu Jungs gehabt als zu Mädchen, denn Mädchen sind mir einfach ein bisschen zu anstrengend. Ja, auf jeden Fall kommen noch zwei meiner besten Freunde und helfen mir dabei. Und ich quatsch einfach viel zu lang vorweg.
Okay, legen wir los. Kleiner Zwischenstand, das Kaninchengehege ist jetzt abgebaut und die Kaninchen sind nicht sehr darüber erfreut. Ja, es ging jetzt doch nicht mehr anders. Die beiden hatten jetzt schon, trotz dass noch gar nichts passiert ist, mega viel Stress. Vor allem Seras aber hat jetzt richtig Stress geschoben, immer an den Gittern gerüttelt. Also ich glaube, die haben jetzt gecheckt, irgendwas passiert. Da habe ich halt gedacht mir gleich so, okay, baust du schon mal ein bisschen was vom Gehege ab, weil die stressen eh rum. Die dürfen jetzt hier die ganze Zeit noch rumlaufen. Ich passe halt ein bisschen auf, muss ich ja, dass die hier nicht irgendwas annagen. Aber eigentlich sind die nicht so, die sind eher jetzt neugierig. Die gucken sich jetzt einfach alles an, was losgeht und abgeht. Und ja, Mäuschen? Ja, total in Aufruhr, die ganze Zeit am Rumschnüffern und gucken. Die laufen zum Glück nicht über Laminat, da muss ich mir keine Sorgen machen. Und wenn, dann halt nur ein bisschen und dann laufen sie wieder auf ihren Teppich zurück. Deshalb werde ich den Teppich und das Einstreu erstmal noch alles drin lassen, denn die beiden sollen sich ja noch ordentlich auspinkeln, bevor sie in die Transportbox kommen. Na, Chris Pohl, hast du auch was zu sagen? Totale Aufregung jetzt. Also der Teppich bleibt jetzt drin, es ist jetzt auch nicht mehr schlimm, wenn die darauf pinkeln oder halt annagen, weil der Teppich kommt eh weg. Ich werde das Gehege in der neuen Wohnung anders aufziehen und das werdet ihr dann auch sehen. Und ja, jetzt mache ich hier noch Kleinkram und dann warte ich auf den Transporter, der noch nicht da ist, weil ich zu früh bin. Irgendwie. Auf jeden Fall. Weiter geht's. Thank you.
und guten Morgen von der Chaosfront. Wie man sieht, ist es etwas aufgeräumter. Ich habe gestern einfach noch irgendwie bis 2 Uhr gemacht oder so. Ja, auf jeden Fall seht ihr das Chaos im Hintergrund. Ist komplett verschwunden. Es stehen halt nur noch ein paar Kartons dort, wo das Kallax-Regal hinkommen würde. Und ja, ansonsten ist es fertig. Und ja, ich sehe immer noch richtig scheiße und fertig aus. Ja, und was ich gerade auch merke, es wird hier drin einfach brütend warm, wenn es hier rein scheint. Aber ich habe einfach noch keine Gardinen. Also die liegen dort unten, die müssen jetzt mal befestigt werden, weil hier keine Schienen drin sind, dort oben an den Fenstern. Müssen wir überlegen, wie wir das wirklich anders machen. Ja, auf jeden Fall, die erste Nacht ist gut überstanden. Ich bin ein bisschen krank geworden, glaube ich. Einfach ein bisschen viel Stress gewesen und ich hoffe, dass jetzt alles gut wird hier. Und in einer Woche kommt, glaube ich, noch das Regal. Und dann habe ich zwar noch ein bisschen weniger Platz, aber hey, damit muss ich jetzt leben. Auch wenn es mir nicht so wirklich gefällt. Ja, auf jeden Fall muss ich nochmal zur alten Wohnung und muss die sauber machen, ist ja klar. Und putzen, das erledige ich aber morgen noch. Und dann muss ich mal schauen, dass ich das Video geschnitten bekomme. Und ja, ich denke mal, es wird ändern. Am allerspätestens Montag wird es da sein. Ich weiß gar nicht, warum ich das immer ankündige. Ist ja eh das Video dann schon draußen. Ihr seht es dann am Montag oder Sonntag. Und soweit war es das eigentlich auch schon vom Umzug. Und ja, wie gesagt, das war mega stressig. Ich mache sowas wirklich überhaupt nicht gerne. Aber ja, jetzt ist es fertig und ich hoffe, dass hier auch alles gut wird mit meinen neuen Mitbewohnern. Es sind 3, also ich wohne jetzt in einer WG. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Und auf jeden Fall wohnt in dieser WG noch jemanden, der euch bekannt vorkommt in verschiedenen Challenges-Videos. Und zwar wohnt die Eule hier. Und ja, ich bin jetzt mit Eule zusammengezogen sozusagen. Nein, da läuft nichts. Wir sind nur gute Freunde. Falls jetzt wieder irgendwelche Fragen kommen. Aber auf jeden Fall bin ich gespannt, wie das jetzt wird, hier zu wohnen mit den anderen 3 Leuten. Und ja, wie sich das Zimmer in der Zukunft verändert, werdet ihr sehen. Ich werde auf jeden Fall noch vieles an die Wände bringen, denn so gefallen mir die Wände überhaupt nicht. Und ja, also, das seht ihr. Verzeihung. Ach, meine Stimme ist einfach komplett weg. Das seht ihr dann in zukünftigen Vlogs, Videos, whatever. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert auf jeden Fall, damit ihr in Zukunft seht, wie sich das Zimmer hier auch weiterhin verändern wird oder wie es weiter eingerichtet wird, wie es mit dem Manga aussehen wird, die in das schöne Kallax-Regal kommen werden, das noch kommt. Und dann würde ich mal sagen, bis dann. See ya!